Breaking News von VFox. Über 110 Millionen Dollar neues Funding. Das alleine ist schon imposant, aber ihr werdet nie erraten, wer investiert hat. Ihr könnt aber gerne raten, wer eins der ersten Video-Interviews mit dem CEO und Co-Founder Björn Teitel gemacht hat. Genau, wir! Trotz Inflation, Krieg, implodierenden Insurtech-Bewertungen habt ihr gerade eure Serie D erweitert, 110 Millionen Dollar eingenommen. Das alleine wäre ja schon die Nachricht des Tages, aber es ist vor allem von wem ihr und mit was ihr es eingeworben haben. Zwei der renommiertesten Finanzinstitutionen, Barclays und JP Morgan. Was sind die Details von diesem Deal und vor allem vielleicht, worin unterscheiden die sich auch von den vorherigen? Ja, also diese Finanzierung besteht zum einen aus Eigenkapital zu den bisherigen Terms und zum anderen aus Fremdkapital von Banken, ja. 55 Millionen von JP Morgan und Barclays. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit noch mehr wert als Eigenkapital von bestehenden Investoren zu bekommen. Warum? Weil es wirklich ein Zeichen von Vertrauen ist. Ja? Also es muss dahinter ein solides und reifes Geschäftsmodell stehen und es muss eine gewisse Voraussehbarkeit der Zahlen geben. Die Planbarkeit muss stimmen und im Kern muss es ein profitables Geschäftsmodell sein. Und dass wir da grünes Licht von solch renommierten Parteien bekommen haben wie JP Morgan und wie Barclays, das gibt uns viel Rückenwind, jetzt unsere Ziele zu erreichen. Da geht meine nächste Frage hin, vor allem, weil Banken, wenn sie so in Kredite gehen, ja auch ein ganz anderes Risikoprofiling machen und Due Diligence. Wie muss man sich die Due Diligence hier vorstellen? Wie lange hattet ihr hier Leute im Haus? Das Ganze hat 6 Monate gedauert. Ich glaube, wir haben mal gezählt, es waren insgesamt 10.000 Fragen, die wir beantworten mussten. Also es war ein sehr, sehr intensiver Prozess, der auch sehr viel Ressourcen gekostet hat, am Ende mit einem guten Outcome. Du hast gesagt, das Investment von Barclays und JP Morgan ist vor allem auch ein Vertrauensbeweis dieser ja auch renommierten Finanzinstitution in VFox, in das Geschäftsmodell von VFox. Aber worin besteht es denn jetzt ganz genau? Heute verdienen wir ungefähr 40% mit unserem eigenen Versicherer, 60% über das Vertreiben von Versicherungsprodukten von Drittversicherern. Wir haben ungefähr 4.000 Vertriebspartner, die über unsere Technologie Versicherungsprodukte verkaufen und haben ungefähr 2,5 Millionen Kunden. Und der dritte Schritt von unserem Geschäftsmodell eben nach Vertrieb und Versicherung wird nächstes Jahr dann angekündigt. Das wird unsere Plattform sein. Wir haben sehr, sehr viel Geld in die Technologie von unserem Versicherer gesteckt, damit unser Versicherer ohne Code Versicherungsprodukte lancieren kann, die im Vertrieb sofort über API anbinden kann und Kundenservice und Schadensmeldungen über API in jeder Plattform anbieten kann. Und diese Plattform, die stellen wir anderen Versicherern zur Verfügung, um ebenfalls ihnen zu ermöglichen, schneller, bessere Produkte überall anbieten zu können. Julian, also ich habe richtig verstanden, die Plattform, von der du auch schon ganz lange sprichst, hat also jetzt ein richtiges Veröffentlichungsdatum. Ja, wir entwickeln die Plattform seit 2018 mit der Lancierung von unserem eigenen Versicherer. Und nächstes Jahr wollen wir dann die Plattform auch anderen Versicherern anbieten. 2023 steht im Zeichen der Profitabilität bei VFox. Was verstehst du darunter und wie ist der aktuelle Stand so? Ja, also unser Ziel ist, gegen Ende des Jahres profitabel zu werden. Die Zeitenwende haben wir schon eingeläutet vor 18 Monaten, als wir gemerkt haben, da ändert sich was. Wir mussten einige harte Entscheidungen treffen, die zahlen sich aus. Also im ersten Quartal haben wir es nicht nur geschafft, den Umsatz fast zu verdoppeln, sondern auch die Profitabilität zu verdoppeln. Und wir sehen also, die harte Arbeit trägt Früchte und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele dieses Jahr erreichen. Und was ist die Rolle von anderen Versicherern und Maklern in eurem Gesamtplan? Wir wollen den Vertriebspartnern und den Versicherern immer weitere Services zur Verfügung stellen. Für die Versicherer geht es in allererster Linie darum, Kosten zu senken über Technologie und Versicherungsprodukte so günstig und schnell wie möglich an den Mann zu bringen. Für den Vertrieb bedeutet es in allererster Linie mehr Umsatz durch mehr Kunden, aber auch Zeit sparen, also Produktivitätsgewinn durch Technologie. Und das ist genau unser Versprechen an Versicherer und an Vertriebspartner. Jörn, war mir eine Freude.
Was bedeutet das eigentlich für WeFox, für Insurtechs und die Versicherungsbranche? Für WeFox sind diese Nachrichten in so turbulenten Zeiten, in extrem schwierigen Investitionsumfeldern, solche neuen Investoren an Bord zu holen, natürlich eine hammerpositive Nachricht. Und für Insurtech, ja, den kriselgebeutelten Insurtech, bedeutet das natürlich auch, ja, es gibt weiter Investoren-Stories, es gibt weiter Wachstum. Wachstum ist möglich, Insurtech ist hier, um zu bleiben. Und für die Branche bedeutet das, dass ein ganzes neues Ökosystem dauerhaft da ist, was dazu da ist, die Versicherungsbranche Deutschland, Europa, ja, und auch der Welt voranzubringen.